Hi, wir sind Niki und Ruven. Mit unserem Campervan machen wir dieses Mal einen Kurztrip an die holländische Nordseeküste. Welchen Campingplatz wir uns rausgesucht haben und ob man sich wirklich 4 Tage lang nur von Pommes ernähren kann, siehst du in diesem Video. Viel Spaß! Los geht's! Zack, da sind wir angekommen in Renesse. Sind sehr gut durchgekommen. 2,5 Stunden haben wir jetzt gebraucht. Jo, ganz easy und entspannt. Jetzt checken wir noch nicht ein. Da hinten ist unser Campingplatz. Wir wollen aber jetzt erst noch mal was futtern gehen. Und einchecken können wir sowieso noch nicht, weil erst ab, ich glaube, 3 Uhr oder so. Von daher erstmal zum Strand. Na, ihr Sandkastenrocker? Hervorragend holländisch gefuttert. Nach der Strand-Action geht's direkt zum Check-in. Mal schauen, was der Campingplatz so kann für 47 Euro die Nacht. Alter Schwede. Tippitoppi. So, eingeparkt. Zack. Da sind wir. Schicke Parzelle, wohl ein bisschen nass, aber... Naja, alles cool. Super. Die haben uns tatsächlich empfohlen, rückwärts drauf zu fahren, damit die uns im Notfall, falls wir uns festgefahren haben, weil es hier so schlammig ist, vorne rausziehen können. Aber, ist ja relativ fest, der Boden, kannst ne? Der Campingplatz, der zwischen Renesse und Scharendijk liegt, ist schön angelegt. Sehr vielfältig, mit kleinen Chalets, Zeltwiesen, Camperparzellen und einem Hoteltrakt einschließlich Restaurant, was wir allerdings nicht ausprobiert haben. Die Sanitäranlagen sind okay, aber jetzt nicht der Oberknaller. Haben wir schon deutlich besser gesehen für weniger Geld. Das Beste am Platz ist aber die Lage. Nur eben den Fahrradweg queren, über die Düne, zack ist man schon am Strand. Besser geht's nicht. Einschließlich Strom, Frischwasseranschluss und Hund haben wir im Oktober 47 Euro die Nacht bezahlt. So, guten Morgen. Ja, wir sind schon, also ich bin eigentlich schon ein bisschen länger wach. Niki, ja, geht so halb Stündchen, glaube ich, oder so. Ne, länger wach schon, aber hat sich gerade erst schick gemacht. ich war mit Tito schon eine Runde, habe mich schon geduscht, habe eigentlich schon alles erledigt. Ja, pünktlich kommt jetzt auch die Sonne raus. Also wirklich fantastisch, nachdem es diese Nacht mal ordentlich hier am Wagen gerüttelt hat. Also das war echt krass, ne? Hast du das mitbekommen eigentlich? Ja. Also es war so 2-3 Mal zwischendurch, dass das so gerumpelt hat. Ne? Da bin ich auch wach geworden. Aber wirklich, also fast Dänemark-like an der Klippe da. Also muss man echt sagen, das war schon krass, aber ja. Wo man sich hier ein bisschen sicherer gefühlt hat. Ne? Also auf der Klippe war schon so ein bisschen so nah am Abgrund nochmal was. Hätten wir da jetzt runtergeschoben. Nee, aber alles cool. Also ja, jetzt schlappen wir mal schön gemütlich in den Tag und gucken wir mal, was der so bringt. So, jetzt aber ab auf die Räder. Wir sind da schließlich in Holland. Musik.
zum Abschluss der Tour natürlich nochmal fett Pommes futtern. Mega.